5 Tassen täglich. Kaffeewissen to go. Wir sind mittendrin in der Vorweihnachtszeit. Es riecht nach selbstgemachten Plätzchen, frischen Tannenzweigen und dieser permanente Punschgeruch. Herrlich, ja. Und da brennen auch schon 2 Lichter auf dem Adventskranz. Wer seine Geschenke online shoppen möchte, ja dann mal los. So langsam wird's Zeit. Zur Vorweihnachtszeit, da passt auch immer ein leckerer Schluck Kaffee. Bunte Teller mit Spekulatius, Schokolade und Zimtstern, ja, die brauchen auch flüssigen Beistand. Eine Adventszeit ohne Kaffee, undenkbar. Was natürlich auch immer dazu gehört, der Adventskalender. Ja, aber jetzt nicht irgendwie sowas Würdeloses wie so ein Bierkalender. Ich stelle mir das ganz schlimm vor, morgens das nächste Türchen aufmachen und dann riecht es gleich nach Kneipentisch. Uah, also wer das mag, dann auf jeden Fall Schokolade oder Harry Potter Spielfiguren oder Pechkekse mit lustigen demotivierenden Sprüchen. Hm? Unser 5 Tassen täglich Adventskalender, der ist natürlich voller Kaffee, richtig. Es gibt statt 24 Türchen nur 4. Aber dafür sind die riesengroß. Und ich mache jetzt mal das erste Türchen für euch auf. So. Oh. Ja, da muss man aber mal richtig hier ran. Und das ist nicht so einfach. Oh ja, Mann. Das war jetzt schon ein bisschen Sport. Und was ist jetzt dahinter? Wow, da bist du, Ralf. Hey, hallo, Tschibo-Sprecherin Carina Schneider, unsere Weihnachtselfin. Ja, Mensch, das ist eine schöne Überraschung hinter dem Türchen oder jetzt auch vor dem Türchen. Was hast du uns Schönes mitgebracht, Carina? Ralf, hast du oder habt ihr schon mal Kaffee im Sack, im Säckchen gehabt? Nein, Spaß beiseite. Natürlich ist Kaffee im Ursprung in Säcken. Im Transport auf den Containern ist er häufiger aber in den sogenannten Big Packs. Und das klären wir ein andermal. In meinem Adventskalender Säckchen waren aber noch nie Bohnen. Und Ralf, das ändert sich in diesem Jahr. Also keine Schoki jetzt hinter dem Türchen? Nein, Bohnen über Bohnen. Und ich habe in diesem Jahr den 90-Gramm Adventskalender von unserer Plattform Roasted ausprobieren dürfen. Und halte dich fest, Ralf, da sind 24 mal 50 Gramm Espresso-Bohnen in den unterschiedlichsten Geschmacksprofilen. Das heißt, eine Kaffeereise rund um die Welt. Das ist mein Wort. Also, hör mal Bohnenmusik in meinen Ohren. Das war die 1. Oder die 2. Das klingt ganz gut. Also, das heißt, jeden Tag eine neue Kaffeeüberraschung. Ja, ich sag dir, leuchtende Augen jeden Morgen an meinem Siebträger. Ab in die Mühle, frisch mahlen und genießen. Ja, und wie schmeckt's bisher? Weil ja so ein paar Tage sind ja schon rum. Ja, erstmal muss ich zugeben, dass ich natürlich schon vorher neugierig war und nicht auf den ersten warten konnte. Und das Spannende an diesem Adventskalender ist tatsächlich, dass man jedes Döschen einmal mit dem QR-Code scannen kann, um dann zu schauen, was sich denn an Bohnen dahinter verbirgt. Und als ich das nun neugierig, wie ich eben bin, schon vor dem 1. Dezember machte, bekam ich ein sehr lustiges GIF eingespielt, dass ich natürlich viel zu neugierig wäre und mich doch bitte mal hinten anstellen sollte und warten möge. Also du bist auch so eine, kriegst einen Adventskalender natürlich ein bisschen vorher und du reißt gleich alle Türchen auf und musst das wegmampfen, was drin ist. Naja, alle nicht, aber ich wollte wenigstens. So ein Geschwisterkind hat man früher geliebt. Na, bei uns wurde das früher auch natürlich gerecht geteilt und mit 2 Geschwistern musste man schon schauen, dass man da pünktlich dran war. Aber also nichts für ungut. Bei den Bohnen ist es jetzt einfach wirklich ein ganz neues Modell gewesen und es sieht so schön aus. Also es ist wirklich eine riesengroße Kiste mit 24 ganz hochwertigen Dosen. Und da war ich natürlich doch ein bisschen neugierig, zumindest ins erste Mal reinluschern zu wollen, was sich denn auch an digitaler Begleitung dahinter verbarg. Und ja, da muss ich sagen, da haben sie mich natürlich direkt gefoppt, weil vor Luschern ist nicht, ich konnte nichts rausfinden. Aber zum Glück ist der 1. Dezember vorbei, insofern habe ich jetzt auch verkosten dürfen. Jetzt verrat mir doch dann aber mal, wie schmeckt's denn bisher? Also ich liebe es total, so viel Vielfalt. Und natürlich gibt es Tage, da bin ich von der Sorte ganz aus dem Häuschen. Tatsächlich hat mir gleich die erste aus Indien ziemlich gut gefallen. Die kam nämlich mit einem Geschmacksprofil von Haselnuss und Marzipan daher. Und das schmeckte als Espresso wirklich köstlich. Hingegen muss ich sagen, das zweite Türchen dann war ja schon fast dann ein bisschen Gegensatz dazu. Der hatte eher so Zitrusnoten und sehr viel dunkle Schokolade drin. Und das war ein Kaffee als Single Origin aus Indonesien. Der war mir eigentlich ein bisschen zu
ja, spitz und dann eben auch zu stark. Und insofern, ja, ich werde mal gucken. Wir haben ja ordentlich Türchen vor mir und vielleicht kann ich dir ganz am Ende verraten, was mein absoluter Favorite von den 24 Türchen war. Über Geschmack lässt sich nicht streiten. Und Ralf, ich habe einen Kunden neulich in der Filiale getroffen, der sich den 90-Gramm-Bohnen-Adventskalender gegönnt hat. Hör mal, was er dazu sagt. Ja, gerne. Was schön ist, die QR-Codes auf den Dosen, die ja dann, wenn sie eingescannt werden, genaue Auskunft geben über den Kaffee, den man dann gerade trinkt und probiert. Also das ist eine tolle Sache. Da freue ich mich schon riesig drauf. Ich glaube, das wird erst in den nächsten ein, zwei Wochen, glaube ich, losgehen, das Verschicken. Also der ist auf jeden Fall schon mal begeistert. Ihr müsst euch den Adventskalender mit den ganzen verschiedenen Kaffeedöschen so vorstellen, ist so ungefähr doppelt so groß wie ein Schokoladen-Adventskalender. Natürlich aber viel breiter, weil ja da die Döschen drin sind. Und er ist ein bisschen schwerer deswegen auch. Na, und dann hat man auch ein bisschen Bohnen für die Vorweihnachtszeit und danach. Aber was mich dabei jetzt interessieren würde, wie kann man denn die Dosen nachhaltig weiterverwenden? Die sind ja irgendwann leer. Da hat er auch einen Tipp. Die Dosen, die 24, die kann man jetzt, bei mir sind es ja dann zweimal 24, unglaublich gut weiterverwenden für organisatorische Zwecke oder auch für experimentelle Kaffeezukäufe. Man kann Kaffee ja auch in etwas kleineren Mengen kaufen. Als ich diese kleinen silbernen runden Döschen gesehen habe, dann habe ich gleich dran gedacht, ha, wenn da der Kaffee raus ist, dann kommen natürlich Gewürze da rein. Denn ich mag immer gerne hochwertige Gewürze kaufen und dann sollen die bitte auch in schönen Gefäßen drinne sein. Wofür benutzt du denn die Döschen, wenn die leer sind und übrig sind? Ach, ich könnte mir auch vorstellen, dass bei uns so Playmobil-Kleinkram da reinkommt. Das fliegt ja auch gerne in der Gegend rum und da ist es auf jeden Fall sicher aufbewahrt, dass nicht mehr die ganzen kleinen Sättelchen und Äpfelchen von dem Pferdezubehör da auf dem Teppich rumfliegen. Oder die Playmobil-Schwerter. Oder beim Zoo diese Fische für die Robben und so. Kommt immer weg. So ist es. Ha, oh, guck mal, Carina, jetzt wird es hier auf einmal schon mal wieder gleich mal ganz besinnlich. Ne? Ralf, der zweite Advent ist gerade vorüber. Hast du denn schon deine Geschenke beisammen? Ja, natürlich nicht. Ich bin ja so ein Typ, der nimmt sich jedes Jahr vor, komm, Oktober, jetzt aber mal schon mal ein paar Weihnachtsgeschenke safen, kaufen, vorbereiten. Dann hast du nicht diesen Stress wie jedes Jahr im Dezember, weil der ist rasant schnell rum. Und auch der November davor ist bei mir immer irre schnell vorbei. Ja, und natürlich hat das wieder nicht geklappt. Und dann geht's wieder los. Für mich ist die Vorweihnachtszeit auch immer so ein Kampf gegen den Countdown. Ja, es ist wirklich Hochsaison, seine Päckchen zusammenzubekommen. Und ich habe unsere beiden tollen CC-Praktis Merle und Linda losgeschickt. Und zwar zu uns in die Hausfiliale. Hausfiliale? Das musst du vielleicht nochmal für alle erklären, die das noch nicht kennen, hier bei 5 Tassen täglich. Da war ich ja auch schon mal und habe mit dem Mikrofon da mal ein paar Leute angesprochen. Und da kauft ihr ja auch die ganzen Chibo-Janerinnen und Chibo-Janer ein. Ja, tatsächlich haben wir hier in der Zentrale von Chibo in der City Nord in Hamburg eine eigene Filiale und die nennen wir Hausfiliale. In dieser besonderen Filiale waren die beiden unterwegs und haben eine Reihe echter Chibo-Lover getroffen. Denn unsere Chibo-Community hatte zum Kaffee-Erlebnistag eingeladen und ein Stopp zum Shoppen war da natürlich auf der Tagesordnung. Lass uns mal reinhören, was da so in die Geschenkesäckchen kam. Ja, gerne, Carina. Allerdings müsste ich vorher natürlich das zweite Kalendertürchen dafür erstmal öffnen. Und das ist auch schon wieder so groß. Ich mach das mal eben. So, hier. Und, na, das ist... Ja. Das geht schon ein bisschen hier an die Substanz auch. Hi, wir sind Merle. Und Linda, wir sind Praktikantinnen im Bereich CC bei Chibo. Und wir wollten heute mal, weil wir die perfekte Chance haben, hier mit ein paar Kundinnen in der Filiale, der Hausfiliale von Chibo, zu sprechen und ihnen ein paar Fragen zu Weihnachten zu stellen. Genau, uns interessiert unter anderem auch, welches Chibo-Produkt bei Ihnen am ehesten unterm Weihnachtsbaum landen würde. Hallo Michaela, ich sehe schon, du hast hier schon den Arm voll Chibo-Produkte. Was hast du denn da gerade schon dabei? Ja, ich habe mich schon mal auf Weihnachten konzentriert und habe eine schöne Tischdecke, einen Tischläufer und so eine 90x90 Tischdecke dazu gekauft. Ja, sehr schön. Also bist du eher der Typ vorher kaufen und nicht last minute? Auf jeden Fall. Ich bin immer 4 Wochen vorher dabei. Hast du schon mal nachhaltig irgendwie Geschenke verpackt oder hast du da eine Idee zu? Ja, das habe ich tatsächlich schon. Ich habe schon mal so Tücher genommen und darin die Geschenke verpackt. Da haben sich die Beschenkten besonders drüber gefreut, weil das kein Papier gab, das dann im Müll gelandet ist, sondern die Tücher konnten dann weiterverwendet werden. Das fand ich eigentlich eine gute Idee und auch bei den Beschenken kam das super gut an.
Nachhaltig verpacken, das klingt auf jeden Fall richtig gut. Nur das Online-Shoppen, ja, da bleiben ja einige Kartons übrig. Ich sammle die immer in meinem Keller, weil die dann irgendwann mal wieder weiter verschickt werden. Aber irgendwann komme ich nicht mehr rein in diesen Keller, weil zu viele Kartons davor stehen. Ja, also ich sehe zu, dass ich die meist gleich wieder direkt auf die Reise schicke für die nächsten Geschenke, die ich via Post an entfernte wohnende Freunde sende. Richtig lustig fand ich aber auch, was eine Kundin über ihren Kater berichtet hat. Hör mal. Also Amazon-Pakete und dergleichen lässt er einfach stehen, aber sobald Kaffeegeruch da ist, ist das sein Karton, in dem Fall Chibo-Karton. Hallo Svenja, du bist heute hier mit deiner Mama auch, mit der Karin. Und ich würde euch gerne fragen, eine bestimmte Weihnachtstradition gibt es die bei euch? Und zum Kaffee, also gibt es eine bestimmte Zeit oder wird morgen schon der erste Kaffee angemacht? Ja, also wir trinken nachmittags auf jeden Fall immer natürlich unseren obligatorischen Kaffee mit Baumkuchenplätzchen am Weihnachtsbaum. Auch immer natürlich mit unseren echten Bienenwachskerzen. Und haben da schöne Zeit mit Großeltern, Familie und genau, genießen einfach den Nachmittag. Das hört sich sehr gemütlich an und Baumkuchenplätzchen auch sehr lecker, hatte ich noch nie. Wie ist das bei euch? Du hast gerade schon gesagt, lieber echte Kerzen, also keine LEDs am Tannenbaum, oder? Genau, doch, also wir wollen auf jeden Fall echte Kerzen, Bienenwachskerzen, die dann duften, die werden dann auch erst angezündet, wenn es langsam finster wird und wenn wir dann den zweiten Kaffee gerade noch getrunken haben. Und dann geht es auch schon gleich zur Bescherung weiter. Da muss ich gleich noch eine Tradition dranhängen. Tatsächlich werden bei uns nur an Weihnachten alle Kerzen angezündet und an den darauffolgenden Weihnachtsfeiertagen und auch danach, wenn der Tannenbaum halt noch steht, werden immer vereinzelt 3 bis 4 Kerzen angezündet, damit die halt langsam runterbrennen. Alles klar, das hört sich so an, als würdet ihr den Weihnachtstag auf jeden Fall sehr besonders machen. Liebe Brigitte, was gibt es denn bei euch so für Kaffeetraditionen zu Weihnachten? Also da gibt es bei uns traditionell mit der ganzen Familie eine niederrheinische Kaffeetafel, die wir dann alle genießen. Chibo-Kaffee gehört natürlich dazu und dann sämtliche Brotsorten und Käse und Kraut. Das verbindet uns, erdet uns und schafft ganz schöne gemeinschaftliche Gefühle. So, Zeit für das dritte Kalendertürchen. Das geht ja richtig hier Schlag auf Schlag, wie wir die Türchen aufmachen. Aber es ist auch anstrengend, weil die sind ja so massiv. Ich mach das dritte Türchen auf und ja, das ist auch nicht so einfach. Aber oh, es glitzert, es glänzt und ja, hallo, da ist der Weihnachtswichtel Linda am Start. Ich grüße dich. Hallo Ralf. Wow, wieso Weihnachtswichtel? Weihnachtswichtel, weil wir bei Chibo in den letzten Wochen Weihnachtsgeschenke gesammelt haben für Kinder, die zur Tafel gehen. Und tatsächlich letzte Woche Donnerstag wurde das alles hier, 500 Zettel hatten wir insgesamt, abtransportiert. Ja, und nicht verzetteln, ne? Und das ist ja voll krass, was ist da alles so drin gewesen? Ich weiß es tatsächlich nicht, weil ich die Zettel nicht ausgegeben habe und ich habe natürlich auch nicht reingeguckt. Oh, ich werde so neugierig, ich hätte da echt ein paar angeguckt. Also man konnte zum Beispiel sehen, eins, das war nicht sehr gut verpackt, könnte man sagen, da war auf jeden Fall ein Dreirad drin. Das konnte man sehen. Ja, das ist aber auch schwierig, ein Dreirad zu verpacken, das muss ich jetzt auch mal gestehen, so irgendwie. Richtig, ja. Schöne Aktion auf jeden Fall, hört sich sehr, sehr gut an. Und liebst du jetzt Pflanzen genauso sehr wie Carina, Linda? Pflanzen lieben auf jeden Fall. Das Problem ist mehr, dass ich nicht so einen grünen Daumen habe und die überleben bei mir nicht so lange. Also es fängt an bei Sukkulenten, die ich glaube ich jetzt ein halbes Jahr hatte und die mussten jetzt zu meiner Mutter übersiedeln, damit die doch den Winter überleben. Warum frage ich das jetzt? Stichwort echter Weihnachtsbaum. So ist es. Ich habe Linda eingeladen, um sie heute zu interviewen, wie das denn mit ihren grünen Fähigkeiten so ist. Ralf, du weißt ja, mein grüner Daumen ist ausgeprägt und ich dachte, vielleicht kann ich Linda, meine Praktikantin, damit anstecken. Aber Linda, verrate mir, wie ist es bei dir mit dem grünen Tannenbaum? Also bei mir zu Hause gibt es tatsächlich gar keinen Tannenbaum, weil ich am Weihnachten immer noch in die Heimat fahre und da erwartet mich bei meiner Mutter zu Hause immer eine künstliche Tanne. Wow, eine künstliche Tanne. Warum hast du dich denn dafür entschieden? Das liegt mir ja ganz fern. Also wir hatten tatsächlich erst überlegt, ob es sich lohnen würde, preislich. Und das tut es ja, wenn man die lange genug hat quasi. Aber es hatte auch andere Gründe, weil wir ja immer den Baum quasi noch abholen mussten. Und dann hat es immer extrem genadelt. Und am Ende wird der Baum ja auch nach, ja, sagen wir mal 2 Wochen auch leider wieder direkt auf den Müll gekarrt. Und das fanden wir dann auch nicht so schön und auch nicht so nachhaltig.
Und das kann ich so gut verstehen, Linda, weil wenn man wie wir in der Stadt wohnt, dann sieht man eben auch, dass sich die Berge von Tannenbäumen dann ja quasi spätestens Anfang Januar häufen. Und bei uns tatsächlich kommen da auf der Wohnanlage auch gerne mal schon so Richtung 100 Tannenbäume zusammen. Und wer das einmal gesehen hat, was für ein riesen, nadeliger und irgendwie auch trauriger Anblick das ist nach der schönen Weihnachtszeit, der kommt tatsächlich ins Grübeln. Linda, sag mir, aber fehlt dir nicht der Duft von dem Tannengrün dann zu Hause? Schon ein bisschen, weil ich finde, das gehört irgendwie zu Weihnachten auch dazu. Also das habe ich seit meiner Kindheit immer gehabt. Da gab es immer einen Weihnachtsbaum. Das ist auch einfach irgendwie Tradition. Aber ich finde auch, dass man ja auch gut neue Traditionen an Weihnachten schaffen kann. Das kann ja sein auch, dass man was anderes zu essen macht jedes Jahr. Aber auch, dass man eben statt dem echten Weihnachtsbaum quasi den künstlichen Weihnachtsbaum aus dem Keller rausholt und dann die ganze Treppe einmal hochschleppen muss und dann den eben zusammen schön macht. Ich habe tatsächlich noch eine alternative Idee gerade entdeckt, die ich auch ganz spannend finde, wenn man sagt, okay, also künstlicher Tannenbaum, bin ich mir jetzt tatsächlich noch nicht so sicher, ob ich da mitgehen würde. Ich habe ja seit ein paar Jahren eine kleine Mini-Tanne bei uns auf der Terrasse stehen, die ich seit Jahren hege und pflege. Die kommt jetzt, glaube ich, in den 5. Dezember sozusagen. Oh, langsam und, Teenager-Tanne. Ja, genau. Und sie macht auch immer noch schön den Maisprung. Für alle Nicht-Botaniker, das ist der Zeitpunkt im Jahr, wo die Tanne dann nochmal ausschlägt, also die kleinen Knospen hat und dann jedes Jahr ein Stückchen auch weitergewachsen ist. Und die haben wir tatsächlich, wie gesagt, vor 5 Jahren gekauft im Topf und haben sie dann immer schön draußen gehegt und gepflegt. Aber man muss natürlich auch sagen, auch die wächst natürlich. Jetzt bräuchte sie einen größeren Topf. Mehr Platz habe ich eigentlich nicht. Also vielleicht kommt auch diese Tanne dann irgendwann an ihr natürliches Ende. Wir werden das erleben. Aber in dem Zuge habe ich tatsächlich entdeckt, dass es ein neues Konzept gibt. Das heißt Keinachtsbaum. Linda, hast du eine Idee, was Keinachtsbaum sein kann? Ich habe es noch nie gehört tatsächlich, aber ich denke mal, dass man irgendwas anderes schmückt als einen Weihnachtsbaum. Ja, ich hoffe, dass der Till Schweiger nicht seine Hände im Spiel hat, dass das mit Kein so anfängt. Finde ich sehr verdächtig. Nee, es ist tatsächlich ein Konzept, wo man bei einem jungen Startup einen zusammensetzbaren Tannenbaum auch kauft, aber nicht wie Linda jetzt beschrieben hat, mit einem künstlichen, sondern einen quasi ist ein Holz. Stock in der Mitte mit lauter Einstecklöchern und dann kann man im Abo dazu frisches Schnittgrün bekommen und dann damit seinen Tannenbaum selber zusammenstecken. Das fand ich auf jeden Fall als Konzept ganz interessant, wenn man sagt, man möchte eigentlich beides haben. Also man möchte keinen Tannenbaum fällen und das Schnittgrün wächst bei den Bäumen eben auch entsprechend nach. Genau, ganz günstig ist das tatsächlich auch nicht. Also insofern, ich glaube, von der Preiskategorie so ähnlich, Linda, wie das bei euren künstlichen Tannenbäumen ist, aber es sah auf jeden Fall lustig und kreativ aus. Finde ich auf jeden Fall eine coole Sache. Ich hätte jetzt tatsächlich auch eher gedacht, dass das so eine Aktion ist, wie dass das jeder selber zu Hause machen kann. Also es hört sich ja schon ein bisschen so an, als wäre das was, was man auch in einer Bastelaktion machen könnte. Ich kenne das auch so, dass man zum Beispiel sowas Ähnliches auch selber baut und dann auch eben mit Weihnachtsschmuck behängt. Mhm. Und ich glaube, was einfach nochmal ganz wichtig ist, wenn man eh schon bei Traditionen ist, und es gibt eben auch ganz viele Familien, die sagen, nein, also der Tannenbaum, der gehört bei uns auf jeden Fall dazu, da wollen wir nicht drauf verzichten, dass man dann eben nochmal überlegt, wo man denn diesen Tannenbaum eigentlich herholt. Und auch da habe ich beim Zuge der Recherche gelesen, dass tatsächlich erst, ich glaube, knapp über 1% der Tannenbäume, die wir uns ins Wohnzimmer holen, ökologisch angebaut sind. Das heißt, wenn man sich da informieren will, schaut man am besten nochmal in seiner Region, wo gibt es Ökotannenbäume. Bei Robin Wood gibt es eine ganz gute Übersicht, also dass man da einfach nochmal schaut, wenn man bei dem Brauch bleiben möchte und sagt, es soll das Grün sein und die echte Tanne dann eben vielleicht wenigstens auf dem Wege nochmal nach dem Klimaschutz schaut. Ralf, wie sieht es denn bei euch aus? Habt ihr eigentlich schon euren Baum stehen? Ja, das ist jetzt gemein. Das redest du gerade vom Klimaschutz und nachhaltig. Und da muss ich mich ja leider als der totale, ich stehe auf riesengroße Nordmann-Tannen-Typ outen. Tatsächlich steht die Tanne schon und zwar immer schon direkt gleich Anfang Dezember hole ich den riesengroßen Weihnachtsbaum und vielleicht verarbeite ich auch irgendeinen Komplex damit, aber diese Tanne wird jedes Jahr immer größer. Die passt so gerade noch in den Kombi rein. 2,50 Meter ist Pflichtprogramm, darf gerne auch noch ein Tickchen drüber sein und dann buxiere ich die nach Hause, baue sie auf, habe auch schon Weihnachtsbaumständer damit zur Belastung gebracht, musste mir schon den XXXXL-Ständer kaufen, damit das Ding sicher hält, aber dafür sieht es dann fett geschmückt die gesamte Vorweihnachtszeit schön aus und meistens halten die Tannen nämlich viel länger, als man denkt. Ich habe die dann bis nach dem 6. Januar immer noch stehen,
Und da haben wir dann alle sehr viel Spaß daran, dass wir hier so 6 Wochen so einen Weihnachtsbaum festlich geschmückt im Wohnzimmer haben. Und da freue ich mich jetzt schon auf ein Bild von diesem wunderbar geschmückten Tannenbaum, Ralf. Sehr gerne. Und es hängen da auch sehr interessante Dekorationen dran. Da hängen dann da auch Weißwürste dran oder der betrunkene Weihnachtsmann, der mit einem Rentier gerade tanzt. Also da sind wir auch immer auf der Suche nach sehr ausgefallenem Weihnachtsschmuck. Hast du denn schon eine Weihnachtsgurke? Oh, hört sich interessant an. Nee, habe ich noch nicht. Das ist auch eine Tradition. Ich glaube, das kommt wahrscheinlich aus Amerika. Dann holt man sich quasi so eine Anhänger. Das ist dann so eine Gewürzgurke. Und alle dürfen nach dieser Gurke suchen. Und die ist irgendwo versteckt. Und wer die zuerst findet, darf dann als allererstes ein Geschenk aufmachen. Interessant, ja. Und da kann man lange suchen auch. Man darf nur nicht so drinnen rumwühlen, weil ich habe immer Angst, dass das Ding umfällt. Das ist echt groß. Finde ich gut, die Tradition. Mit der Gurke das erste Geschenk aufmachen. So, und jetzt schaue ich hier auf unseren Schibo Adventskalender, der ja diese 4 Türchen hat. Wir haben jetzt ordentlich vor Weihnachtszeit hier schon zusammen zelebriert und jetzt machen wir noch ein Türchen auf, aber nicht heute. Das sparen wir uns für das nächste Mal auf und dahinter verbirgt sich was richtig Leckeres, was Süßes, wovon ihr alle was an Weihnachten habt. Einfach mal dranbleiben. Und eine kleine Weihnachtsüberraschung gibt's noch. Die Folge kommt ein Ticki früher raus als sonst. Einfach mal auf Abo klicken, dann verpasst ihr nichts. Bis zum nächsten Mal. 5 Tassen täglich. Kaffeewissen to go.